Herr Dr. Buchmann, Sie sind seit 2005 Wirtschaftslandesrat der Steiermark. Was bedeutet für Sie die 20-jährige Mitgliedschaft Österreichs in der Europäischen Union? Wo sehen Sie Vor- und Nachteile gesamtösterreichisch und dann ganz speziell für die Steiermark? Ganz persönlich, ich habe mich ja immer für Europa interessiert und ich kann mich noch eine Zeit erinnern, als ich in den Jugendorganisationen aktiv war. Damals war ich schon in Brüssel zu Gast und habe mich immer ein bisschen gekränkt, weil damals ist immer in mehreren Kurien abgestimmt worden, wenn wir inhaltliche Fragen diskutiert haben. So quasi die Mitgliedsländer der Europäischen Union und all others. Und Österreich war damals bei all others und ich habe mir gedacht, es wäre doch schön, wenn wir einmal in diesem gemeinsamen Europa, das ich immer als ein Friedensprojekt gesehen habe, stimmberechtigt und gleichberechtigt am Tisch sitzen können. Und das ist mit dem Beitritt 1995 gelungen. Und jetzt haben wir 20 Jahre mit dabei. Und ich glaube, dass das für Österreich und für die Österreicherinnen und Österreicher, und da kennen wir Steirer mit dazu, eine Erfolgsgeschichte ist. Weil Europa natürlich eine Wertegemeinschaft ist, natürlich ein Friedensprojekt ist, aber es uns auch wirtschaftlich weitergebracht hat. Und wir sind meiner Meinung nach durch den Beitritt better off, als wenn wir draußen wären. Und so gesehen ist dieser Beitritt auch Erfolgsgeschichte. Und wenn man mit den Menschen ehrlich redet, dann sehen sie das auch so. Manche Schwachpunkte hat jede Partnerschaft. Und eine EU-Mitgliedschaft hat auch was mit Partnerschaft zu tun. Also es gibt nicht nur lauter Dinge, mit denen man zu 100% einverstanden ist, aber in einer Partnerschaft muss man sich halt manchmal zusammenraufen und das passiert auch in der Europäischen Union und wir Steirer mischen uns halt in die eigenen inneren Angelegenheiten dieses Europas ein. Sie sind Wirtschaftslandesrat geworden im Jahr 2005, ein Jahr nach der sogenannten Osterweiterung. Wo sehen Sie Veränderungen für die Steiermark, aber auch wieder Vor- und Nachteile? Die Erweiterung quasi der Steiermark von einer Grenzregion in die Mitte Europas. Die Steiermark ist ja ein bisschen anders immer gewesen als andere österreichische Regionen, weil wir schon zu Zeiten der Nachkriegszeit uns ja sehr um die Partnerschaft zu unseren Nachbarn angenommen haben. Stichwort Alpe Adria. Mhm. Im ehemaligen Jugoslawien haben wir schon versucht, damals die Kontakte zu pflegen, insbesondere dann zu Slowenien und zu Kroatien. In den Erweiterungsschritten Westungarn war für uns immer ein Partner in dieser Alpe-Adria-Allianz und natürlich auch Norditalien. So gesehen hat es für uns immer kulturell schon eine Gemeinsamkeit gehabt. Insgesamt hat uns die Osterweiterung, glaube ich, schon genutzt. Mhm. Wir haben als Steiermark seit dem Beitritt in etwa 77.000 zusätzliche Arbeitsplätze dazu bekommen, wovon man davon ausgehen kann, dass rund 2.600 jährlich, also in etwa zwei Drittel dieser 77.000 Arbeitsplätze, unmittelbar mit dem EU-Beitritt Österreichs zusammenhängen. Und manche wirtschaftliche Chancen haben wir in diesen Regionen auch genutzt, wenngleich in manchen Branchen natürlich der Druck auch auf heimische Unternehmungen und damit auf Arbeitsplätze riesig geworden ist, das will ich gar nicht verheimlichen. Es hat die Bauwirtschaft ihre Probleme, es hat das Transportwesen seine Probleme, Stichwort Ausflaggen und ähnliche Themenstellungen. Aber insgesamt hat es der Steiermark, glaube ich, sehr, sehr genutzt, dass Österreich beigetreten ist und die Osterweiterung haben wir, glaube ich, ganz gut bespielt. Nicht, nicht nur unsere Banken, sondern im Export haben wir das nutzen können und auch in den Direktinvestitionen ist ja Österreich und in manchen auch die Steiermark der größte Foreign Direct Investor und das ist schon ein Kompliment auch an die Wirtschaftskraft unseres Landes. Sie sind seit heuer, seit 2015, Präsident der Fachkommission für Wirtschaftspolitik beim ADR, beim Ausschuss der Regionen. Was ist da Ihre Funktion? Was kann man sich darunter vorstellen? Europa ist ja vielschichtig organisiert. Es gibt das Europäische Parlament, es gibt den Europäischen Rat, wo die Staats- und Regierungschefs drinnen sind. Es gibt den sogenannten Wirtschafts- und Sozialausschuss, wo die Interessenverbände organisiert sind. Und es gibt den Ausschuss der Regionen, wo aus den 28 Mitgliedsländern 274 Regionen, das sind Bundesländer wie die Steiermark, aber das können auch Städte oder Gemeinden sein, Mitglied sind in diesem Ausschuss der Regionen.
Und dieser Ausschuss der Regionen bringt Meinungen zu Dokumenten, die auf europäischer Ebene diskutiert werden, aus der Sicht der betroffenen Bürger in diesen Regionen mit ein. Ich halte es für ganz, ganz wesentlich, auch wenn er nicht direkt die Macht hat, das 1:1 umzusetzen, weil alle Untersuchungen zeigen, dass jene Gebietskörperschaften bei den Menschen am besten ankommen, wo der Bürger zu Hause ist. Deswegen ist die Gemeinde ja die beliebteste Gebietskörperschaft und dann kommt irgendwann das Land, der Bund und Europa ist weit hinten, weil er weit weg, weit weg ist. Und dieser Ausschuss der Regionen ist so eine Brücke zwischen dem, was sie auf europäischer Ebene tut, in der Transformation in die Regionen und Städte und spiegelt es dann auch wieder retour, ob das dort ankommt oder nicht. Und in meiner speziellen Funktion im Wirtschaftsausschuss nehmen wir uns halt wirtschaftspolitischer Themenstellungen an, Stichwort TTIP zum Beispiel, wo wir aus Sicht der Regionen und Städte halt die Meinung auch einbringen und versuchen, das mehrheitsfähig zu machen auf europäischer Ebene. Das ist eine spannende Arbeit. Ich bin heute der Vertreter der Steiermark in diesem Ausschuss der Regionen und dass ich den Fachkommissionsvorsitz habe, ist ein Kompliment an das Bundesland. Wir waren ja eine europäische Unternehmensregion im Jahr 2013, aber auch ein bisschen ein Kompliment für die wirtschaftspolitische Arbeit, die wir leisten, weil wir heute schon europaauffällig geworden sind bei Forschung und Entwicklung und das spürt man, glaube ich, auch in Brüssel, dass wir präsent sind. Die Steiermark ist also jetzt sehr prominent durch Ihre Persönlichkeit vertreten in Brüssel. Sie haben die Wirtschaft, Forschung, wo wir schon europaauffällig geworden sind, gerade eben gesagt, wo sind die Steirer noch in Brüssel vorhanden? Wo hinterlassen Sie Spuren oder setzen Sie Wege und Spuren? Also, ich bin ja noch zudem für die schönen Künste zuständig, sprich für die Kultur. Ja. Und ich habe gesagt, ich möchte auch das Steiermarkhaus öffnen, unser Steiermarkbüro für Kunst und Kultur. Mhm. Deswegen gibt es seit 1,5 Jahren eine Veranstaltungsserie, die nennt sich Passages, wo wir junge, zeitgenössische, steirische Künstlerinnen und Künstler einladen, vor Ort präsent zu sein. Ob das eine Lesung war, wie die Frau Reitzger, die Literaturpreisträgerin oder arriviertere Künstler wie in der Vergangenheit. Wir haben ein eigenes Artist-in-Residence-Programm in Brüssel aufgelegt, wo eine junge Performance-Künstlerin aktuell für 3 Monate arbeitet, um zu zeigen, dass die Steiermark bei Innovation top ist, aber in Kunst und Kultur was zu bieten hat. Dann nehmen wir natürlich auch immer mit, dass die Steiermark ein guter Gastgeber ist, dass wir eine Tourismusregion sind, dass wir ein paar Kulinarik viel zu bieten haben. Und ich werde nicht müde werden, auch wenn es Rechnungshofberichte gibt, zu sagen, die Steiermark ist auch ein Wintersportland. Ich meine, wir sind die einzige Region weltweit, wo alle alpinen und nordischen Ski-Weltmeisterschaften stattgefunden haben, vom Skifliegen bis zum Telemark-Skiing. Von der Snowboard-WM bis zur alpinen Ski-WM zweimal. Also das kann und sollten wir nachmachen und gleichzeitig die Formel 1 beherbergt. Und jetzt könnte ich noch viele andere Events aufzählen. Also die Steiermark ist schon eine Top-Region und das müssen wir auch in Europa bewusst machen, weil das, was bei uns in der Heimat manche vergessen, ist, dass die Steiermark im Selbstbewusstsein schon stark ist, aber wir sind nur 1,2 Millionen Menschen. In Europa leben 500, auf der Welt 8 Milliarden. Ja. Und es gibt zwar kleinere Regionen in Europa als die Steiermark, wie das Burgenland oder wie Saarland, aber es gibt auch viel größere. Ne? Nordrhein-Westfalen hat, glaube ich, 18 Millionen Einwohner. Schon die Bayern haben 10 Millionen. Also wir nehmen uns manchmal für sehr wichtig, sind wir auch. Und für unsere Größe können wir viel leisten und viel bieten. Aber wir müssen uns diesem Wettbewerb stellen. Und dazu ist Brüssel auch eine Plattform und ein Boden, wo man das gut tun kann. Also das steirische Herz schlägt in Brüssel sehr, sehr aktuell, würde ich sagen, nicht rasant, aber es schlägt dort und sehr in einer internationalen Umgebung eben vertreten durch Sie, durch das Steiermarkhaus. Die letzte Frage, die ich Ihnen stellen will, ist, wo sehen Sie die Herausforderungen der zukünftigen Politik der Europäischen Union, auch aus der steirischen Perspektive?
Ich erlebe das bei den Schuldiskussionen, weil dann mit Jüngeren, wenn du heute mit Maturantinnen und Maturanten redest, die haben nicht einmal die Jugoslawien-Krise mehr erlebt. Ja? Mhm. Das heißt, wenn du dort sagst, Europa ist eine beispielhafte Friedensgeschichte, schauen die manchmal mit großen Augen, weil sie sagen, ja hallo, wo ist das Bedrohungspotenzial? Ja. Jetzt sage ich aber dann gleichzeitig dazu, habt ihr schon mal auf der Landkarte nachgeschaut, wo die Ukraine ist? Dann sagen die meisten nein. Dann sage ich, dann bitte macht's das, weil dann wird sie ja feststellen, dass Kiew weniger weit entfernt ist von der österreichischen Landesgrenze als möglicherweise Vorarlberg, ja? Und deren Landeshauptstadt Bregenz. Also das ist schon ein europäisches Thema, dass wir permanent Bedrohungspotenziale auch haben, internationaler Natur, und dass Frieden nicht was Selbstverständliches ist, und noch dazu Frieden in Freiheit. Also da hat, glaube ich, die europäische Idee permanent weitergetrieben zu werden. Das Zweite ist, wie kann man gemeinsam, und das ist die große Aufgabe aktuell, wie kann man wieder zu Wirtschaftswachstum kommen, damit Arbeitsplätze absichern und wenn es geht neue schaffen. Und der größte Sündenfall meiner Meinung nach aktuell in Europa ist ja, dass wir Regionen haben, wo wir eine Jugendarbeitslosigkeit von über 50% haben. Wenn du heute nach Spanien schaust, Teile in Griechenland schaust oder andere Regionen, wo jeder zweite Jugendliche keinen Arbeitsplatz hat und auch keinen Ausbildungsplatz, dann nimmst du diesen jungen Leuten schon ein Stück Zukunft, und das, glaube ich, muss schon besorgt machen. Und da müssen wir insgesamt gemeinsam schauen, wie wir das hinkriegen. Österreich hat da viel zu bieten. Wir haben ein duales Ausbildungssystem. Das ist eines, das, glaube ich, beispielgebend ist. Mhm. Warum soll man so eine Idee nicht auch exportieren in andere Regionen? Also da gibt es viel zu tun. Ein Thema, wo ich kein Fan davon bin, ist die Diskussion, ob wir Europa nachbilden Amerika. Mhm. Ich bin ein Freund Amerikas, aber ich muss nicht die Bundesstaaten Amerikas nachbilden. Europa ist anders konzipiert. Wir sind kein Bundesstaat, wir sind ein Staatenbund. Und ich bin ein Anhänger der Wettbewerbsdemokratie. Es sollen sich die besten Ideen durchsetzen, und zwar im Sinne, dass der Beste erfolgreich ist und nicht der Schwächste das Maß der Dinge ist. Und wenn alles nach unten nivelliert wird, wie manche das wollen, dann wird das Europa international nicht zukunftsfit machen. Und diese Wettbewerbsdemokratie in Europa schon für mein Gefühl viel Musik, aber sie ist aufwendig. Weil wenn du immer 28 Staaten, und vielleicht werden wir sogar noch einmal mehr, ja, und 500 Millionen Leute koordinieren musst, dann ist das aufwendig. Und Entscheidungen können nicht am Tisch verordnet werden, sondern müssen halt demokratisch in 28 Ländern mitgetragen werden. Das bejammern manche, aber Zentralismus wird nicht die Lösung des Europas im 21. Jahrhundert sein, für mein Gefühl. Tipp, Freihandelsabkommen, wenn wir schon von den Vereinigten Staaten von Amerika sprechen, Sie sind ja im ADR, Sie haben ja das auch jetzt, Sie handeln, oder das ist ja das aktuelle Thema. Was können Sie uns dazu berichten? Ich habe das im Ausschuss der Regionen der zuständigen Kommissarin, das ist die Frau Malmström, auch gesagt. Ich glaube, dass man mit offenen Karten spielen muss. Natürlich ist es so, dass man Verhandlungen führt und das Verhandlungsergebnis dann bewerten muss, aber man muss vorher schon ein paar Eckpunkte einschlagen. Und niemand, glaube ich, denkt daran, auch in Österreich nicht, dass man Sozialstandards abbaut, dass man was gesunde, saubere, sichere Nahrungsmittel betrifft, dass man da Standards abbaut. Also da muss man ein paar Pflöcke einschlagen, das ist, glaube ich, geschehen. Man will auch nicht irgendwelchen anonymen Schiedsgerichten da staatliche Autorität übertragen. Das ist, glaube ich, auch geklärt mittlerweile, dass da ein super nationales Gerichtsgebilde irgendwie geben kann, um diese Frage zu klären. Und dann muss man die Verhandlungen führen und sie dann anhand dieser Messkriterien bewerten. Und wenn das stimmt, was namhafte Juristen meinen, dass das ja in allen nationalen Parlamenten dann noch zusätzlich abgestimmt werden muss, naja, dann muss man eh den Diskurs aushalten. Ich glaube, dass Außenwirtschaftsbeziehungen und Freihandel was Positives sind. Bei uns wird, wie gesagt, jeder zweite Arbeitsplatz gesichert durch die Exporte unserer Betriebe. So gesehen bringt es was, wenn die Außenwirtschaftsbeziehungen positiv sind. Aber bewerten kannst du das erst, wenn das Papier endgültig am Tisch ist, was unbedingt notwendig ist. Und
das habe ich heute auch mit Repräsentanten von Siemens besprochen, weil wir da einen neuen Schweißroboter in Betrieb genommen haben. Das muss kommunizieren. Du musst das den Menschen erklären können. Wenn du das den Menschen erklären kannst, wird es auch mehrheitsfähig sein. Erinnern Sie sich, was behauptet worden ist vor dem EU-Beitritt, was da alles mit dem Joghurt passieren wird, nee, welche Blutschokolade des Weges kommt. Ja. Das sind immer so Horrorszenarien. Und die berühmten Chlorhühner habe ich mir auch angeschaut. Warum machen denn das die Amerikaner? Weil sie im Gegensatz zu uns Europäern beim Tierfutter keine Antibiotika verwenden wollen. Mhm. Ja? So, für die ist das des Teufels, für uns ist das Chlorhuhn des Teufels. So, das wird man als überall ausreden können. Umgekehrt essen wir gerne Rohmilchkäse, für einen Amerikaner absolutes No-Go, weil er glaubt, dass er vergiftet wird. So, also wir können schon gegenseitig viele Ängste schüren, aber selbst wenn man diese Ängste abbaut, sind 500 Millionen Europäer und 300 Millionen Amerikaner erst 800 Millionen und damit ungefähr 10% der Weltbevölkerung. Also wir müssen uns schon irgendwie dann auch ein bisschen im Klaren sein, dass Menschen mit einer halbwegs ähnlichen Werthaltung, wo die Bürgerrechte eine Rolle spielen, wo Demokratie eine Rolle spielt, wo Rechtsstaatlichkeit eine Rolle spielt, wo Solidarität ein Thema sind, dass solche Regionen meiner Meinung nach schon enger zusammenarbeiten sollten. Und beim TTIP kommt mir persönlich vor, dass da halt sehr viel Anti-Amerikanismus dahinter steht, von manchen, die das jetzt hochkochen, und sehr viel Globalisierungskritik, wovon manches gerechtfertigt sein mag, aber in der hypotrophen Form, wie es jetzt gespielt wird, sicher nicht. Und vielleicht noch eine Anmerkung, weil das habe ich mir jetzt auch angeschaut. Es wird immer behauptet, das ist alles intransparent. Jetzt sind Dokumente im Netz präsent. Es haben ja ein paar Millionen Leute unterschrieben gegen TTIP, um die Kommission zu motivieren. Am Tag schauen jetzt 20 Besucher diese Dokumente an. Also das Interesse ist dann endenwollend groß wieder. Also wie ehrlich das dann gemeint ist in der Transparenzkritik, muss auch jeder für sich entscheiden. Vielen herzlichen Dank für das Interview. Gern. Danke, Herr Langsauer. War mir ein Vergnügen. Danke.